Er ist nicht mehr ganz so hässlich und schmutzig hier überall. Sehr gut. Angel, möchtest du noch mit in die Gruppe? Hm. Ach, 84 Jahre alt. Nö. Wollen wir nicht. Ja, Kateva. Wie wär's mit Eidechse? Magst du den haben? Dann taufen wir dich um. Überhaupt kein Problem, weil die Eidechse, das war noch ein Grundname. Dann machen wir doch. Überhaupt kein Problem. Gelöschtes Feuer. War nur eine kurze Episode. Haben wir einen Stoff. Da kommt was rein. Nein, Drive. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön. 2 Monate. Vielen lieben Dank. Das ist nice. So. Alle am Pennen? Nee. Hercules ist immer noch am Arbeiten. Was mache ich mit dir falsch? Wieso? Mit der Forschung geht es jetzt richtig voran, ne? So ist die Umstellung besser. Black Cat aus mit der Fähigkeit mit dem Bergbau 5 läuft. Wird auch besser. Wir haben es so Prio eingestellt. Das läuft jetzt auch. Liegen noch Leichen rum. Hätte ich gerne mal weg. Da
ganz, aus irgendwelchen Gründen, okay. Gonchi baut sich hier einen Ast. Construction 18, ne? Also. Das ist schon. Der ist dann natürlich auch schnell, ne? Der macht den Kram dann auch fix. Das rechnet sich. Das sind dann so die Hauptcharaktere. Ein Flüchtling, gejagt von 4 Büßern und 2 Kriegern. Aber da versaue ich mir meinen Ruf, wenn ich dem Zuflucht biete. Das ignoriere ich. Ich habe genügend Leute. Wir sind zu 6. Das ist erstmal okay. Ja, der Panther wird weiter gezähmt. Das läuft auch mit der Tierpflege. Irgendwie, es flutscht. Ich mache alles richtig. Die ruhen sich aus und er soll mal danach noch ein bisschen sauber machen. Händler. Gut. Haben die den einen jetzt beerdigt oder? Der ist weg. Oh, ein Elefant. Das ist ein richtiger Herd durch. Ach, das sind die von den Händlern? Ja, stimmt. Die Händler waren da. Herkules ist ja eh hier zuständig. Dann nehmen wir mal ein Gespräch. Oh, die kloppen sich. Was können wir denn noch anbieten? Bauteile und unseren Panther. Ansonsten haben die nichts, was die interessiert. Eine Armprothese, ionische Wirbelsäule. Dreifach-Raketenwerfer. Was macht denn das Teleskop? Ah, auch so ein Entspannungsding. Gut, mit dem Händler können wir gar nichts anfangen. Die haben es wieder in die Reihe gekriegt. Das
ist denn ein Ding, hä? Kloppen die sich? Was Spacken. Ihr hättet mal Stoff kaufen können, wäre ich glücklicher gewesen. Ich glaube, wir haben an Klamotten erstmal alles ausgetauscht, ne? Achim kümmert sich drum, okay. Zur Not schickt man eine Karawane los und verkaufen die restlichen Klamotten. Eine Hitzewelle. Wir haben Sommer. Die sind aus. Die sind an. Wie sich es auswirkt. Ach, das läuft schön. Ah, da unten ist Kleidung, okay. Die Outlander haben das Gebiet verlassen, okay. So. Wir packen die ganzen Klamotten und die Textilien da hoch und machen da ein zweites Lager auf. Wie schnell kannst du Solarplatten bauen? Ich habe doch Solaranlagen. Black Angel. Ich habe da zwei Solarpaneele gebaut. Hab schon Solar. 44 Grad haben wir draußen. Der Raum hier ist natürlich... Der leidet. So, wollen wir mal gucken. Dass man da ebenfalls noch mal ein bisschen mehr
Ach so, wie ich die bauen kann, musst du erforschen. Und zwar hier, Solarzellen. Das ist die Forschung dazu. Und dafür brauchst du Elektrizität, die hast du, glaube ich, am Anfang an. Also einfach Solarzellen mit 600 erforschen. Und wenn du sie direkt bauen willst, ist das unter Strom. Und da hast du hier die Solaranlage. Kostet 100 Stahl und 3 Bauteile. Und dann kannst du die bauen. Der Regen mildert das alles noch ein bisschen. Füttert in 12 Tagen. Dann kriegen die mal ein Transport-Bio. Die ganzen Lebensmittel kriegen mal einen Special-Auftrag zum schnell abtransportieren. Im Lager haben wir noch minus 3 Grad, das reicht. Kein Problem, Black Angel zeige ich gern. So, Lager füllt sich wieder. Reis, Kartoffel, Erdbeeren. Wie es geplant war. Na, können wir ein bisschen Zeit schneller laufen lassen. Oh Gott, das sieht ja wieder aus wie Hund. Das macht immer Herkules. Wird immer schnell. Die Küche sauber machen. Ja, ein bisschen Reinigung ist schon wichtig. Hatte ich am Anfang stark unterschätzt. Reinigen ist eine wichtige Sache. So, jetzt haben wir hier eine zweite Klimaanlage. Die ist auf 21 Grad und die ist auch auf 21 Grad. Dann sollte der Raum von 38... Ach, Forschung abgeschlossen. Siehst du, flutscht hier. Zack, ab auf die Mechanik. Da können wir nämlich die Waffenschmiede herstellen. Und von 37 geht es jetzt runter auf 36, auf 35, 34, läuft. Also für so einen großen Raum brauchst du zwei von den Dingern. Jetzt musst du gucken, Produktion. Wir haben jetzt eine Schmiede. Schmiede könnten wir auch elektrisch betreiben. Jo, läuft. So, da haben wir neu zubekommen, eine Schmiede, wegen der Forschung Schmieden. Und dann werden wir, sobald die von, ich glaube, Gonchi ist hier unser Mann, sobald die von Gonchi gebaut wurde, werden wir da was schauen, was da geht. Ich glaube, da oben brauchen wir gleich jetzt eine Holzmauer, weil er hier einen Bauauftrag hatte für das Eisen. Stuhl hat er schon fertig, okay. Ja,
haben kein Silber mehr, deswegen können hier die Sachen nicht fertig gemacht werden. Hemden, Hosen, alles bis auf die Parkas schon wieder fertig. Und ich hätte jetzt gesagt, ich schaue noch mal schnell, was Herkules für Prioritätsaufgaben hat. Der ist der Aufseher, der wird aber auch von Joachim übernommen. Feldarbeit wird von Black übernommen, Waldarbeit, das können auch andere machen. Transportreinigung, okay. Das ist der Mann für die Karawane, den schicken wir morgen los. Was ist das größte Teil im Kühlschrank? Wie das größte Teil im Kühlschrank? Also ich habe keine Kühlschrank, ich habe nur diesen Kühlraum. Oder meinst du, was das hier ist? Das ist ein Nährstoffspender. Da tust du hier oben Nahrung rein und da kannst du hier vorne Nährstoffe rausziehen. Die geben dir zwar ein Malus auf schlechtes Essen, minus 4, aber dafür hast du sozusagen so eine Art Nährstoffbrei, den du denen allen eintrichterst. Und das ist wohl die sparsamere Ernährung. Anstatt Essen zu kochen. Du brauchst halt dann nichts mehr kochen. Deswegen habe ich beim Kochen auch nur die üppigen Mahlzeiten eingestellt. Also das ist, wenn er Fleisch hat, dann macht er was. So, Herkules sollte jetzt losziehen mit allem möglichen Kram. Schauen wir mal. Diese Fraktion ist uns feindlich gesinnt. Die ist neutral. Die ist positiv. Mal gucken, was die handeln. Wollen die Klamotten haben? Können wir machen. Also stellen wir eine Karawane zusammen, die da hochzieht. Herkules schnappt sich erstmal die Knarre. Und dann wird nochmal gut gefrühstückt. So, ist jetzt voll satt. Tiere bleiben hier. Ich habe kein Transporttier, was viel tragen kann. Also, 6 Kilo hat er an Klamotten und Krempel dabei. Ich bräuchte Wegzehrung, ich habe aber nichts. Ich habe viele Kartoffeln. Ich guck mal, was Kartoffeln wiegen, wenn ich sie für einen Tag. 36 Kartoffeln macht